Willkommen zurück hier bei Halo 3 ODST. Wir sind immer noch damit beschäftigt, Johnson zu finden, bevor er gefangen genommen wird. Dazu kämpfen wir uns durch allerlei Brutes und Grunts durch. Ein paar kleinere Vollhonks, so Jackals oder so, sind auch am Start. Jetzt Zwischensequenz. Ja. Sehen Sie, womit die auf allen bestücken? Ich werde Ihnen helfen, sie auszulösen. So, hier gibt es jetzt, glaube ich, irgendwo eine Sniper, glaube ich. Ja, doch nicht. Also es ist auf jeden Fall die erste Szene, bei der man durchaus nicht entsetzt darüber sein muss, dass man stirbt. Auf höheren Schwierigkeitsgraden. Weil die ist in manchen Ecken echt heftig. Obwohl es halt wirklich sehr, sehr früh im Spiel ist. Hat mich damals sehr, sehr gewundert. Aber es hat auch klar den Weg, den dieses Spiel eingeschlagen hat, erklärt. Denn dieses Spiel ist ganz klar nahezu rein auf Koop ausgelegt. Das muss man einfach sagen. Es funktioniert einfach im reinen Koop wesentlich besser. Muss man leider so sagen. Im Singleplayer hat es massivst Schwächen. Wundert es mich gerade, warum taucht hier kein Gegner auf? Ach so, weil hier... doch, was sagen? Es geht doch hier eigentlich auch rum. Ich habe noch richtig in Erinnerung. Den kann man die nämlich ein bisschen umschleichen. Und dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, das geht, sollte man natürlich auf höheren Schwierigkeitsgraden auch nicht machen. Zu denen hinrennen und die im Nahkampf kaputt hauen, wenn sie einen Hammer haben. Ihr wisst ja, wie stark der Hammer ist. Wie sehr stark. Und der ist an dieser Stelle einfach nur endgeil. Hammer! Also der Hammer ist immer endgeil, aber hier haut halt nochmal richtig Party. So, mein Schild ist komplett down. Warum das denn? Aber er geht relativ schnell wieder hoch. Ich da irgendwie drauf schießen? Ach nee. Drücken. Wir sind quick, zumindest was den heutigen Tag angeht. Kilo 2-3, wann sind Sie voraussichtlich da? Gleich, Sergeant. Suchen Sie Deckung. Ich muss erst den Weg freimachen. Roger, Hokus. So. Es gibt leider keine Abwehrkanonen hier an dem Punkt. Man muss sich also hier tatsächlich durchkämpfen. Was aber auch kein Problem ist. Denn wir sind der Master Chief. Wir haben zusätzlich noch den Gebieter dabei. Also, what could possibly go wrong? Kann man hier ganz klar mit nichts beantworten. Wir ballern uns hier einfach durch. Oder hauen uns eher durch. Man könnte also sagen, wir schlagen uns durch. So, den Witz habe ich so lange vorbereitet. Der muss jetzt einfach unlustig gewesen sein. Scheiße. Keine Munition mehr für den Hammer. Naja, es kommt ja kein starker Gegner mehr. Sind nur noch Kleingemüse. So. Da haben die natürlich schon ein bisschen bessere Waffen, ist auch klar. Menschen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen,
alles vorbei? Gehen wir mal zu unserem Abholungsort. Ich sehe es. Diesmal haben wir gewonnen. Was heißt diesmal? Ja? Jetzt darf ich. Naja, so lange eigentlich nicht. Eigentlich nur eine Zwischensequenz. Johnson. Wir werden in dem Teil auch wieder viele bekannte Gesichter aus Halo 2 wiedersehen. IFF bestätigt. Kontakt ist Pelikan Landungsschiff. Kilo 2-3 over. Roger, wie sieht's aus, Kilo 2-3? Sierra 117 an Bord. Erbitten Prioritätsfreigabe. Das Deck gehört Ihnen. So, der Pelikan landet. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum die Dinger Pelikan getauft wurden, weil die eigentlich überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Pelikan haben. Also nicht mal mehr von der Schnabelform. Na ja, gut. Aber bei Phantom, Wrath und so weiter gibt's ja Ghost. Gibt's ja auch nicht wirklich Sinn. Ist leider etwas eng hier. Meldung an Commander, ihr Ass ist im Ärmel. So, aber die Dinger landen immer so cool. Mach da ein Nickerchen. Natürlich. Gut, Sie zu sehen, Chief. Gleichfalls, Ma'am. Zeit für Ihr Briefing. Let's get up to speed. Mit Zeit für Ihr Briefing zu übersetzen. Die Mondabschnitt durchbrochen und alles zerstört. Terrestrische Verluste durch das nachfolgende Bombardement waren extrem. Der Prophet hätte überall landen können, aber seine Kräfte sind hier. Ostafrika. Die Ruinen von Neu-Mombasa. Dann fingen sie an zu graben. Und dann besuchten sie keine Schauspielschule. Aber nur vorübergehend. Jetzt sucht der Prophet der Wahrheit nach etwas namens Arche, von wo aus er alle Halo-Ringe aktivieren kann. Wenn er Erfolg hat, wird die Menschheit, die Allianz, jedes fühlende Wesen der Galaxis. Die Ringe töten alle. Ma'am, ich habe Lord Hood. Stellen Sie durch. Gute News, Commander Keyes. So gut es geht, Sir. Verstehe. Wie ist Ihr Status, Sohn? Grün, Sir. Der Commander hat einen guten Plan, aber ohne Sie... Möchte einfach nur noch weinen. Die Schiffe befinden sich an der Ausgabestelle. Und die Infanterie hat Flugabwehrgeschütze in ihrem Umkreis aufgestellt. Wenn wir eines der Geschütze ausschalten, die Verteidigung schwächen... Ich ordne einen Tiefflugschlag an. Ihn treffen, wo es schmerzt. Ich habe nur eine Handvoll Schiffe, Master Chief. Ein Risiko. Doch ich bin mir sicher... Ja. Hey, schon wieder. Notfallgeneratoren, jetzt. Schilde ausgefallen, sie laden sich wieder auf. Sobald sie oben sind, Kontakt mit Lord Hood herstellen. Er muss wissen... Ihr seid alle Ungeziefer. Ich möchte wissen, was ihr denkt. Dein Dreck. Dass ihr dem Beschuss entkommen könnt? Nein. Eure Welt wird brennen, bis sie von Glas bedeckt ist. Nicht einmal euer Dämon wird versenkt aus seinem Loch kriechen und unseren Übertritt verderben. Der Höhepunkt unserer Reise. Denn eure Zerstörung ist der Wille der Götter. Und ich bin ihr Instrument. Yep. Kranker Mistkerl. Der reißt gern seinen Mund auf. Erwähnt er mich sonst auch? Geben Sie Befehl. Wir machen dicht. Ma'am? Wir kriegen einen Treffer. Alle Einheiten. Die Verletzten. Wir schaffen sie alle raus. Ich trage sie notfalls selbst. Ma'am, Squad-Anführer fragen nach einem Sammelpunkt. Wo sollen sie hin? Kämpf. Know your role! Wir haben die Umgebungskameras verloren. Bewegungsverfolger? Die sind entweder tot oder... So, wo ist meine Waffe? Zwitscher noch welche von unseren Vögelchen. Nein, Ma'am. Moment, die Überwachung meldet Kontakte.
Phantoms! Sie nähern sich unserer Schiffe. Phantoms! Phantome! Irgendwelche Vögel weniger als 5 Minuten von hier weg? Holt sie rein! Alle anderen sollen sich verteilen! Ei, ei! Hätte nicht gedacht, dass wir so viele Verwundete haben! Es wird länger dauern, die Pelikans zu beladen! Wir wussten, Pelikane! Dass wir finden. Aber wir haben einen Plan! Los, wir ziehen es durch! Also, entweder... Der Gebieter und ich bewachen die Einsatzzentrale. Keine Sorge wegen des Commanders, Chief. Ich hab sie. Entweder übersetzt man Sachen komplett, dann heißt die Dinger Pelikane und Phantome. Oder man lässt es bei Pelicans und spricht es dann auch Englisch aus. Jetzt brauche ich mir eine Waffe. Die Basis wurde für den Krieg im 20. Jahrhundert gebaut. Lauter veraltete Technik wie diese Türsteuerung. Ja. Die berühmte Zweite Weltkriegsbasis. Aufpassen, wo ihr hinschießt. Gibt es halt auch hier. Wie haben die uns gefunden? Vielleicht haben sie dich gerochen, Mann. Witzig. Eintrittspunkt. Genauer Lagebericht. So. Hangar, Sergeant. Stimmt. Master Chief, schnell dorthin. Hier kommt jetzt ziemlich viel Gekrösel vom Himmel. Das ist ein nerviges Gekrösel vor allem. Aber man hat so dermaßen viel Munition. Wir sind bei Ihnen, Chief. Ja, nehmt das. Dass es eigentlich relativ egal ist. So. Ist die Frage, bin ich falsch gelaufen? Erst zum anderen Punkt gemusst. Könnte ich auch sein. Passiert ja ab und an ein bisschen, dass man falsch läuft. Das ist das letzte Mal auch schon passiert. Man könnte ja natürlich jetzt damit argumentieren, so langsam sollte man endlich mal die Reihenfolge von dem Spiel wissen, aber... Chief, raus jetzt. Der Commander wird Sie unterwegs informieren. Ja. Soll ich hoch, soll ich runter... Nö. Der einzige Weg, der geht, ist der da unten. Jetzt ist die Skriptsequenz nicht ausgelöst, oder wie? Ah, jetzt wird's angezeigt. Okay. Ja, es passiert ab und an hier ein bisschen. So. Hätte noch weiter gemusst. So. Hier geht's weiter und da werden dann ein paar Gegner getötet. Gut, dieser Kanal ist sicher. Meine Feuerteams sind überfordert. Wir können die Basis nicht ewig halten. Der Hangar muss sofort für eine Evakuierung geräumt werden. Ja, den Hangar räumen wir noch und dann beende ich auch die Aufnahme schon. Das ist eine der vielen Skriptsequenzen, die hier verhältnismäßig neu waren für die Halo-Reihe. Bisher hatte man ja immer nur so kleinere Skriptsequenzen. Tatsächlich, jetzt gibt es einige Sachen, die man nicht verhindern kann. Obwohl man eigentlich ja recht nah dran ist. Aber es geht nicht mehr. Das fand ich auch sehr cool damals. Es war halt ein bisschen das Problem. Halo 2, obwohl es mein Lieblings-Halo ist, hatte ein bisschen das Problem. Es war schon nicht mehr... auf der Höhe der Zeit. Also es war schon nicht mehr das, was man so gewöhnt war. Da ging schon inzwischen mehr. Und jetzt hat halt Halo mit dem Teil wieder zu den aktuellen Standards, die damals galten, aufgeholt. Was ganz lustig war, dass der Technologieführer an sich mal wieder aufholen musste. Fand ich ganz spaßig damals. Okay, da geht's weiter. So, jetzt müsste eigentlich auch Checkpoint dann eigentlich gleich kommen. Checkpoint dann, genau, dieser Checkpoint ist uns. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe es mal, dass jetzt alles geklappt hat, denn das Let's Play, was ich für nach Halo aufnehmen wollte, wollte ich mal ein bisschen voraufnehmen, ja, das hat nie so ganz geklappt. Da hat die Aufnahmesoftware gequengelt.
Kann ich ja sagen, es war ein GTA. Damit haben wir auf diesem Kanal generell kein Glück. Knaus und ich wollten ja, anstatt Freelancer ursprünglich ja San Andreas, als Plane. Das ging halt gar nicht. Ständig abgestürzt alles. Naja. Halo 3 sollten wir relativ schnell durch haben, ist nicht sonderlich lang. Und wie gesagt, stimmt bitte in den Kommentaren ab, welches Spiel ihr gerne als nächstes hättet. Ja. Also, falls mal jemand sehen will, ich habe auch die UK-Version von Saints Row 2. Davon gibt es, glaube ich, nicht so viele Let's Plays. Also, wenn ihr das mal sehen wollt, falls ihr euch nicht entscheiden könnt, dann suchen wir einfach wieder aus. Also, tschüss, macht's gut, bis denne!